Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, wie versprochen gehen wir jetzt nach Kapdun rein und meine Freundin ist auch wieder dabei. Ja, ja, ich hört ihr wahrscheinlich nicht, hört ihr nicht, weiß ich nicht. Ja, jetzt leckt das gerade ein klein wenig, es baut sich wieder alles auf. Ja, liegt halt an der Stadt. Große Stadt, viele Leute lecken. Naja, Jamal. Hey du! Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. So. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich jage keine Menschen. Die Zeiten haben sich geändert. Euer König hat hier nichts mehr zu sagen. Gewöhn dich lieber daran, sonst wirst du es bei uns nicht weit bringen. Ja, schön für dich. Ich bin doch eher... So. Wen haben wir hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Toll. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Mit dem rede ich auch nicht weiter. ja. So, wen haben wir hier? Hey du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen! Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst! Und wehe! Du kreuzt vorher nochmal hier auf. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Level up, ja. Dann soll mir der Rest auch erstmal egal sein, was der will. Cyrus, ich suche, ja, Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an. So, was haben wir denn da? Eine Steintafel, altes Wissen plus 5. Kaufen. Sofort. Lederkluft, Bauernkleidung, Magierstab, maximale Lebensenergie plus 10. Maximale Ausdauer plus 10, Stärke plus 5. Dankeschön, will ich beide haben. Ja. Goldausgleich. Tauschen.
So, jetzt gucken wir erstmal, was wir uns hier Schönes anziehen können. Wir können die Ringe wahrscheinlich, ja, beide anziehen, wie ich mir schon gedacht hatte. Wir können die Steintafel lesen. Dann kriegen wir altes Wissen plus 5. Sehr schön. Und meine Ausdauer ist immer noch vergiftet. Schön. Oder auch nicht. Weil ich habe nämlich auch nichts dagegen. Naja, egal. So, kümmern wir uns am besten erstmal um die Wolfsfelle, die hier bei den Orks so ziemlich überall rumliegen, ja. Die können wir einfach, ja, von der Straße aufsammeln, wie gesagt. Und, ja. Was willst du? Ich höre den nicht. Mit dem will ich nicht reden. Der ist mir zu leise. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Javier schickt mich. In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Oh, okay. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Khabdun anzugreifen. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Hab ich gerade in der Tasche. Gut. Das ist gut. Danke. Hier, ich werde sie dir bezahlen. Eigentlich wollte ich die Waffenbündel noch haben, du Idiot. Ich brauch sie doch. Für den anderen Quest. Na danke, jetzt hat er mir meine Waffenbündel genommen. Arschloch. Dreckiges Schiff. Egal. Sammeln wir erstmal weiter die Wolfsfelle ein. Liegt da noch was? Nein. Oh, toll. Jetzt hat er mir ernsthaft meine Waffenbündel genommen. Toll. Toll, toll, toll. Okay, wollen wir noch Wolfsfälle? Hier hinter eventuell. Was haben wir hier? Haben wir, ja, ein Wolfsfell, schön. Was noch? Noch ein Wolfsfell. Jetzt lass mich raten, hier ist noch eins. Way hinter ihm. Wolfsfell. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Egal. Hier ist ein Weg nach unten, den wir aber jetzt nicht gehen werden. Denn der führt zum Strand. Holzverlags, die nehme ich mir auch mit. Die Frage ist, ja, die lassen mich nicht vorbei. Die sollen sie auch nicht. Ist schon in Ordnung. Es ist noch ein Wolfsfell. Und noch ein Wolfsfell. Und da drin ist natürlich auch noch ein Wolfsfell. Ach Gottchen, wie viele Wolfsfälle haben die denn hier? Ja, noch ein Wolfsfell. Cool. Okay, das dürfte eigentlich jetzt reichen. Das reicht jetzt, Mann. So. Hier ist kein Wolfsfell mehr. Ist auch gut. Doch, es ist wohl noch ein Wolfsfell da. Ach, leck mich doch. Gut, das nehme ich natürlich auch noch mit. Way. Oh, Mann. So. Ja. Los geht's. Hier liegen eine nette Kulisse. Hallo, alter Paladin. Ja. Okay, lassen wir das. Lecker. So, wir werden jetzt mal hier hochgehen, denn hier gibt es meines Wissens nach viele Heilpflanzen. Und der will ja... Wie viele will er haben? 1 Dutzend, hat er gesagt, ne? Ja. Das heißt, 12 Heilpflanzen braucht er. Schön. Dann werde ich die mal ihm sammeln. Hier ist ein schöner Friedhof. Ja, total entspannt, dieser Friedhof. Und, ja. Wir sammeln jetzt seine Heilpflanzen mal alle ein. So, ich glaube, hier ist irgendwo ein Abgrund. Da bin ich nämlich, glaube ich, schon mal runter... Was ist denn hier? Hä?
Bin jetzt gelandet. Krötenwurz. Krötenwurz. Felsnessel. Noch mehr Krötenwurz. Was haben wir da? Noch eine Felsnessel. Okay. Den Gang kenne ich noch nicht, aber egal. Hier scheint ja nichts Besonderes mehr zu sein. Oder war das auf dem Boden gerade eine Drachenwurzel? Nee, ne? Ja, Drachenwurzel sieht so ähnlich aus schon fast. Obwohl, die steht und liegt nicht, aber egal. Heilpflanze. Und da haben wir auch noch eine andere Pflanze versteckt. Ein Eisenhalm. Und ich wusste, dass hier ein Abgrund ist. Das erinnert mich jetzt an Gothic 1, wo ich einfach mal schön direkt in den ersten Abgrund gesprungen bin, der vorhanden war. So. Ich bin total erschöpft. Das ist doch ein Scheiß. Ach, egal. So. Eisenhalm.